Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sims 4 und dem Konrad, der jetzt schön im Chatten ist, ja. Wenn es denn heißt, wir müssen in einer Stunde zur Arbeit, dann gehen wir noch schnell nachdenklich duschen, damit wir konzentriert sind. Vielleicht funktioniert das hier. Ich glaube schon, das müsste eigentlich, ja. Komm, das machen wir doch jetzt rein. Schnell so duschen, nachdenklich duschen. Aufhören zu chatten da, denn die Sozialdinge, das ist ja schon unwohl. Ach komm, was kann man denn dagegen machen? Besser kochen. Konrad muss in circa einer Stunde bei der Arbeit sein, wissen wir doch. Um 10 Uhr, genau gesagt. Darum gehen wir jetzt nachdenklich duschen. Ist das Wasser violett? Nee. Nö. So, das geht jetzt auch runter. Schneller. Ah, okay, duschen tut das ja gut, dem schlechten Nachgeschmack. Alles klar. Und dann können wir noch schnell ein bisschen Programmieren üben. Bin ich jetzt konzentriert? Nö. Ah, oder ein bisschen Spiele spielen. Spiel spielen, und zwar Sims Forever. Dann ist vielleicht wieder konzentriert. Vielleicht. Hoffe ich doch. Jetzt ist er inspiriert. Ach so, die Dusche hilft zu inspiriert zu sein. Ah, das habe ich immer gemacht, weil beim anderen Sims-Typen da habe ich das gemacht. Dann war ich Musikant, also Musiker, und da musste ich immer inspiriert sein. Und jetzt bei dieser Karriere muss man konzentriert sein, also sollte man, und darum muss man Computerspiele spielen, alles klar. Gut, noch 5 Minuten, dann muss er auch schon zur Arbeit. Ah, da laufen ja doch ein paar andere. Wie sehen die denn aus? Da, die. Ja, Jesus Maria. So, geh du zur Arbeit. Vielleicht lernst du da auch noch ein paar Leute kennen. Ich schaue mir mal um, was hier sonst noch so rumläuft. Da in der Nachbarschaft. Wen haben wir denn hier? Ah, wir sind auf der Suche nach einer Freundin. Nicht nach so einem Schwulen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob man im Sims. So, jetzt läuft das eh schneller, jetzt können wir gar nichts mehr schauen. Jetzt müssen wir einfach noch abwarten, bis der wieder kommt. Da sieht man, wie die Zeit vergeht. Jetzt ist okay. Leider kann man die Dinge nicht anschauen, während er arbeitet. Dann sieht man immer erst, wenn er aufgehört hat zu arbeiten, was jetzt nicht gut ist. So, da kommt er ja schon wieder. Ah, Geld verdient. Wart schnell. Konrad hat heute 248 Sie Millionen verdient, mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Aber wieso ist er beschämt? Bei der Arbeit beschämt. Manchmal kann jemand nicht anders, als sich vor all seinen Kollegen zum Gespött zu machen. Ja, das kann es mal geben. Ja, aber zuerst gehen wir in die Toilette. Und dann machen wir den Spiegel sich selbst Zuspruch. Und dann essen wir auch zu Abend. Und zwar einen Grillkäse. Ach, der Arme. War ihm wieder mal was peinlich. So, zuerst auf die Toilette. Den Scheiß rauslassen. Wir können uns in dieser Zeit ja mal wieder umschauen. Kommt da, kommt eine Frau. Nö. Alter, sind hier nur Männer in dieser Nachbarschaft oder wie? Da ist eine Frau. Ist auch keine Frau. Dieses Haus hätten wir auch einziehen können. Ach, herrje. Ich will eine hübsche Frau. Aber ich will sie nicht cool hier ausspannen. Ich weiß, dass da eine ist. Ja, komm, Junge, du kannst das. Lass dich doch nicht von so ein paar Typen runterkriegen. Du bist der Beste. Es kann mal passieren, dass man Scheiß macht. Aber morgen sieht alles wieder anders aus. Morgen sieht die Welt wieder schöner aus. Und dann, ja, dann geht es uns schon wieder viel besser. Und es geht uns dann okay. Und ja, gut, das heißt, gehen wir kochen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, was nehmen wir denn? Aber was hab ich schon wieder. Was willst du kochen? Ah, Käse grillen. Ja, das ist Käse. Käse kann man grillen. Ja, das riecht jetzt wahrscheinlich nach Käse.
Schon bald, Glaubst ja, du ihm? wir müssen schon ein bisschen kochen, dass das besser wird. So, und jetzt haben wir hier ein Käse-Sandwich. Also ein Grillkäse, alles klar. Schmeckt ja gut. Warte. Qualität gut. Okay, hoffentlich kein mieser Nachgeschmack. Sieht nicht aus, als ob er lecker wäre. Naja, das kommt schon noch. Wir haben ja eine riesen Tür, wisst ihr das? Wow. Als Haustüre festlegen. Okay. Ja, die Lampen kann man übrigens hier alle so einstellen. Alle Lichter kann man hier die Farbe einstellen. So weiß. Man kann auch dimmen. Finde ich noch witzig. Da ist eine hübsche Frau. Ja, okay, die ist vielleicht ein bisschen. Kommt die direkt vom Strich oder wie irgendwie freundlich vorstellen wollen? Ah, da kommt sie. Das ist Ramona, oder? Ist das Ramona? Ramona, ist das Ramona? Ja, das ist Ramona. Das ist cool, jetzt Frau. Frau, die haben nicht geheiratet. Okay, und weg ist sie. Aber die ist schwanger. Eigentlich ist sie schwanger, was geht denn die da joggen? What the fuck? Aber ist ja egal. Ah, oh, jetzt tauchen da plötzlich andere Frauen auf, aber. Okay. Hallo! Nee, 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 ich will sie kennenlernen. Bimo. Garba. Narkom Flover? Yibs. Yips. Flazit. Hat folgende Merkmale von Bella kennengelernt. Gut. What? Gut. Gut. Okay. Gut. Noch Tagfragen. Über Interessen reden. Fressende Geschichte erzählen. Gehst du mir aus dem Weg, Mensch. Bitten abzuhängen. Witz über Pinguine erzählen? Was? Was wissen wir jetzt schon über sie? Jetzt sind wir Bekannte, okay. Aber die ist jetzt, ne? Ja, die ist erwachsen, sehr gut. Okay, ich kann einmal bleiben. Yeah, sehr gut. Lustig, rumblödeln. Lustig. Lustige Geschichte erzählen. Mehr außer freundlich mal einen Tag verschönern hier. Und von Herzen kommen ins Kompliment machen. Die sieht doch schon echt. Die sieht schon gut aus eigentlich, ne? Die sieht schon gut aus. Sieht ein bisschen, schon ein bisschen aus, als käme sie direkt vom Strich, aber was machen wir denn hier noch? Soll ich schon ein bisschen Romantik reinbringen? So ein bisschen flirten? Kommt das jetzt? Kommt das schon gut dann jetzt? Bisschen tratschen. Noch mehr, bisschen mehr flirten. Okay, das kommt nicht gut an. Oh, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder schlecht gelaunt, Unsicherheit mit den. Okay, das kann an den Büchern liegen, die du letztens gelesen hast. Oder wie? Okay, das hat ja gut getan. Jetzt rennen sie davon. Oder wie? Nö. Die geht in mein Haus. What? Selbstironisch scherzen. So, so. Jetzt habe ich sie aber schon ins Haus gebracht. Ne, das geht ja gut. Was könnte ich denn noch? Über Interessen reden. Auswahl freundlich. Tratschen. wie spät haben wir schon? 9:30 Uhr, okay, bald, man muss ich dann ins Bett. Ja.
Fesselnde Geschichte erzählen. Spitzpipisch bedrängen. Nee. Schneller wieder gut machen. Okay. Vielleicht kommt das wieder schlecht an. Jemanden parodieren. Bring ich dir heute noch ins Bett? Wir kennen immer noch nicht die anderen Merkmale. Verrückt anfunkeln. Kommt das gut an jetzt schon? Okay. Koketten Witze erzählen. Kommt denn das gut an? Kompliment über Aussehen machen. Das kommt doch bei Frauen immer gut an. Aber nur immer Freunde, ne? Nichts. Kann ich nicht jetzt langsam anfangen zu flirten? Jetzt ist sie kokett. Da kommt kein Herz. Ist denn die vergeben oder was? Jetzt ist ein Herz. Romantik. Fragen, ob Single ist. Anmachspruch. Bist du Single? Ja, sie ist Single. Konrad. Oh, Konrad hat erfahren, dass Bella mit Mortimer verheiratet ist. Oh oh. Hihi. Ah, wer ist denn Mortimer? Ich kenne Mortimer nicht. Die ist verheiratet. What the fuck? Och, schade. Schade. Egal. Ah, komm. Nutzen wir doch die Chance hier. Pinnwand voll. Jetzt schon. Das ist so ein Scheiß mit dieser Pinnwand. Die ist dauernd voll. Hände küssen. Hände küssen. Geht das schon? Sie ist vergeben. Hallo? Was ist denn das für eine Frau? Ich dachte doch, gesagt euch, die kommt vom Strich. Kann ich die schon küssen oder wie? Oh. Oh, die ist vergeben, aber scheißegal. Ja, verführerisch flüstern. What? Techtelmechtel. Kann ich dich schon küssen? Wow. Und Techtelmechtel. Komm, wir versuchen es jetzt. Unser erster Tag, unsere erste Bekanntschaft. Und dann ist sie noch die Frau eines anderen. Oh. Okay, das geht ja schnell. Oh, was ist denn das für eine Schlampe? Scheiße, okay, dann eben, ja, wieso nicht? Okay, was ist denn hier los? Ja, müde, du kannst dann gleich schlafen. Oh, sexy. Hol die Kerzen raus, sorge für Romantik. Konrad Aldi hat das erste Techtelmechtel, okay. Und den ersten Kuss. Und das alles mit der Frau, die verheiratet ist. Das kommt ja wieder gut. Sehr gut. Naja. Gut. Jetzt denke ich, schläft er. Und sie wahrscheinlich auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. In dieser Konkettenfolge. Bis dann. Nein, Kokettenfolge. Entschuldigung. Mit einer verheirateten Frau. Scheiße. Ja, okay. Das kommt ja gut. Bis dann. Tschüss.